Umgebung. Aus Österreich und aus der Steiermark. Also kann man sagen, vielleicht 2500 Seelendörfchen. Großteil der Leute lebt vom Obstbau, wie meine Eltern auch. Wir haben 7 Nachbarn gehabt. Hier 12 Millionen. Es ist oft auch so, dass wir haben erlebt, oder ich zumindest, keine Ahnung, dass die Leute aus Wien weniger wohlfühlen in Buenos Aires als wir aus diesen kleinen Dörfchen. Man ist extrem freundlich im Umgang mit Ausländern und so fort. Wenn man fragt, woher man eh ist, immer nett, alle Leute. Obwohl man schauen muss, ob das nicht, ob das wieder der Geruch des Euros einen, sag ich mal, herlegt. Man merkt auch die Leute, was sind Europäer. Nein, der Wandel, wir sind zwar nicht der wandelnde Euroschein, aber doch, man merkt schon. Nee, ich finde das grundsätzlich interessiert sind irgendwie an der Kultur, an der europäischen. Weil irgendwie alle haben halt europäische Wurzeln, oder die Mehrzahl. Und irgendwie so Europa ist so wie das Paradies oder so, das Land, das man nie erreichen kann. Barbecue am Dach von Romans ehemaliger Wohnung. Amerikaner, Europäer, Argentinier, englische, deutsche, spanische, französische Wortfetzen. Gedenkdienst im Ausland eröffnet einen sehr weiten Horizont. Also wenn man das da sieht, ich lebe halt in zwei Welten. Also unter der Woche mit einem Alterchen draußen im Heim. So. Und dann Wochenende. Vom Sohn. Auf der einen Seite haben sie uns ein Unrecht angetan, das, glaube ich, in der Weltgeschichte einmal gewesen ist, mit den 6 Millionen Toten, die ganze Familie, die wir verloren haben. Auf der anderen Seite sage ich, ich sehe nicht immer nur alles von einem Standpunkt aus. Es ist die dritte Generation, sagen wir schon die Generation von unserem Freund Georg hier, die immer noch an uns gut machen will, was ihre Großeltern mal, sagen wir, verbrochen haben. Ich glaube, es ist auch das erste Mal in der Weltgeschichte, dass nach über 60 Jahren ein Land immer noch dasteht für die Leute, die es einst mal verfolgt und ausgewiesen haben. Servus. Wie geht's? Alexander Sarasgat, 84 Jahre alt, lebt seit 67 Jahren in Argentinien. Das ist super Einwand, oder? Was? Das ist super Einwand. Das ist super. Auch er war auf Einladung der Bundesregierung zu Besuch in Österreich. Die haben uns dann spazieren geführt, die haben uns auf der Donau eine Tour gemacht und dann sind wir in Heurigen eingeladen worden. Das ist sehr schön und sehr nett, aber ich bin dazu nicht nach Österreich gefahren. Es wäre schön gewesen, wenn wir da zum, weiß ich, mit Schriftstellern oder mit Arbeitern zu hören, was tut sich jetzt in Österreich? Das war nicht vorgesehen. Fühlen Sie sich denn als Wiener oder als Argentinier? Ich werde Sie enttäuschen. Ich fühle mich weder als Wiener noch als Argentinier. Ich fühle mich gut. Ich zweifle überhaupt nicht, dass ich ein Österreicher bin. Ich bin in Österreich geboren. Das hat damit nichts zu tun, dass ich in Argentinien lebe und dass ich den Argentinern dankbar dafür bin, wie die ganze Geschichte hier weitergeht. Sie sprechen ein wunderschönes Wienerisch. Wie haben Sie sich denn das erhalten? Ich habe manches Mal darüber den Kopf zerbrochen, weil ich spreche seit Jahren mit niemandem Deutsch. Meine Eltern sind gestorben und meine Familie spricht nicht Deutsch. Und trotzdem bleibt das und das ist sehr, bestimmt ist das eben, die ersten 17 Jahre sind ausschlaggebend. Sag zum Abschied. Leise Servus. Fühlen Sie sich als Österreicherin oder fühlen Sie sich als Argentinierin? Nein, wir haben die Wurzeln verloren. Ich bin nichts.
Was bin ich? Ich bin auch keine gläubige Jüdin. Ich bin Jüdin, aber nicht absolut unreligiös. Waren Sie jemals wieder in Österreich? Nein. Wollten Sie nicht nach Österreich gehen? Ich wollte nicht. Wegen der Erinnerungen? Klar, weil ich denke mir, man hat mich doch herausgeschmissen. Was soll ich? Und so schön Wien und die Landschaft und so sehr ich mich danach sehne, nach den Bergen und nach allem. Diese Menschen wurden nie Einwanderer, die waren immer Auswanderer sozusagen. Emigranten, mehr als Immigranten. Immer noch sehr stark an ihrem Ursprung verbunden. No? Und einige haben sogar erzählt, sie sind nicht ausgewandert, sie sind umgezogen. Damit meinten sie, dass sie haben ihre ganze Kultur sozusagen mitgenommen und hier wieder aufgebaut. Alfredo Schwarz ist der Psychologe, Exilösterreicher in zweiter Generation. Er schrieb ein Buch über seine Arbeit mit den Menschen im Altersheim Hirsch. Auch seine Frau Patricia ist jüdischer Herkunft, ihre Eltern Flüchtlinge aus Deutschland. Alfredo wuchs im deutsch-jüdischen Viertel von Buenos Aires auf, in Belgrano. Ich zum Beispiel bin erst eigentlich mit Argentinien, habe ich erst Kontakt genommen, als ich meinen Militärdienst gemacht habe zum Beispiel. Da habe ich auf einmal eine andere Argentinien kennengelernt. Da musste ich mit anderen Menschen Kontakt haben. Und da habe ich erst festgestellt, wie eng meine Welt war in diesem Sinne. No? Ich kann mich an einen Lehrer erinnern in der Pestalozzi-Schule. Der hat immer... Er hat sehr gerne immer die Namen von den Straßen übersetzt auf Deutsch. No? Und dann, auf Deutsch. Und dann gibt es eine Ecke Cabildo y Federico La Croce zum Beispiel. Und er hat dann gesagt, wir treffen uns heute in Friedrich-die-Kreuz-Straße und Rathaus. Auch diese zweite Generation hat den Terror einer Diktatur erlebt, unter der argentinischen Militärjunta, und Erfahrungen gemacht, die vielen Österreichern bekannt vorkommen. Wir haben mit sehr viel Angst hier gelebt und jeden Tag sind Freunde und Bekannte verschwunden. Und wir haben gedacht, sie sind im Gefängnis. Und als die Diktatur geendet hat, haben wir gewartet, sie kommen raus und auf einmal sind sie verschwunden. Also noch nicht mal die Körper von den Leuten hat man gefunden. Was ich mir mitnehmen will. Nicht nur Eindruck von einer anderen Kultur, sondern irgendwie ein Stück weit nimmt man die Kultur auch auf. Also man verwandelt sie extrem und das ist, was ich mitnehmen werde. Also es ist mein Respekt vor Leuten, man sagt, hier schon sagt, im dritten Alter sehr, sehr viel gewachsen. Man hat auch seine kleinen Problemchen in seiner Welt mit 19, 20 Jahren. Und die legst du dann was um denen, die dann 95 Jahren alles miterleben dürfen und ertragen müssen. Respekt, vor allem vor diesen altersweisen Typen. Diese Disziplin an einem Alter an sich zu arbeiten und nie irgendwie stehen zu bleiben.